Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ja, wir haben den ersten Rematch-Durchgang gemacht von der Pokémon-Liga. Das war ja so die letzten drei Parts das Ding, was wir so getan haben. Und seitdem war ich zwischendurch nochmal kurz hier draußen gewesen. Habe mich dann wieder ganz brav an die Stelle zurückgestellt, wo ich eigentlich war. Und habe weitere Enigma-Fragmente gesammelt. Ja, und jetzt haben wir eben diese ganzen Fragmente und unser Team ist halt vorhanden. Wo ist Level 69? Ist zwar nicht ganz so viel mehr geworden, wie ich eigentlich erhofft hatte, aber ja gut, es ist besser als gar nichts. Aber wir wollen jetzt stattdessen zum Hamanasu-Park zurückkehren und dort werden wir dann jetzt letztendlich die letzten drei legendären Pokémon uns schnappen und ja, alles immer nacheinander, logischerweise. Hallo, ja, Enigma-Fragmente, weil wir haben jetzt ja alle, haben wir schon geholt, ich meine die Sturmplatte noch nicht. Und die drei haben wir ja schon. Die Genplatte haben wir auch noch nicht. Und dann gibt es auch die Zerrplatte. Das heißt, dann holen wir uns jetzt einmal. Ja, ganz oben fangen wir an mit der Sturmplatte. Die holen wir uns. Ja, genau so. Dann haben wir die Genplatte. Naja, jetzt muss ich kleine holen. Genau so. Und dann haben wir noch die Zerrplatte. Haben wir auch getan. Wunderbärchen. Mit mir, ja, da kannst du mir erstmal gar nicht mehr dienen. Und stattdessen gehen wir dann jetzt hin. Und ja, werden uns auf jeden Fall definitiv erstmal in die Genkammer gehen. Weiß ich nicht, welche das jetzt war. War das, glaube ich, nicht. Das war die mit den Feuervögeln. Nebenbei höre ich dann noch Störsounds vom Handy. Das geht ja auch nicht. Hör mal. Ich höre die ja immer noch. Sag mal, dieses Telefon, das kommt auch einfach gleich mal. Tschüssi, weg. Hört auf zu senden. Das ist da nicht so gut. Habe ich eigentlich genug Pokédex? Das war gerade mein Ding im Kopf gewesen. 47, 29. Sollte einigermaßen funktionieren. Das ist jetzt hier. Das ist die Sturmkammer. Okay. Mit der können wir auch anfangen. Das ist ja die dann, ja, mit der Sturmplatte. Okay, dann tun wir das mal, ne? Ja, dann könnte da in den Sockel wieder was eingesetzt werden. Machen wir. Die passt perfekt und der Sockel beginnt zu leuchten. Oder der ganze Screen beginnt zu leuchten. Und sieh da, wir stehen vor Lugia. Weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt vorhaben möchte. Cracker. Oder vielleicht sogar gar ein anderes Pokémon. Vielleicht Torben. Wäre nochmal die Möglichkeit, mit Torben kleine Elektro-Attacke reindrücken. Es ist zwar ein Überflug. Müssen wir ausprobieren. Wir wollen dich auf jeden Fall fangen. So wie alle anderen Pokémon hier auch. Ja, Lugia. So machen wir das Ganze. So, was mir auch gerade noch nebenbei einfällt, wir haben jetzt einmal die Liga gemacht. Das heißt, theoretisch müssen wir nochmal probieren, ob wir Turbositz vielleicht mal kriegen können, ohne es zu besiegen. Weil das fehlt uns ja eigentlich auch noch in der ganzen Liste. So, erstmal wirkt unser Bedroher. Wie immer. Torben ist schläfrig. Und ja. Okay, erstmal Funkensprung. Mal Sondersensor, bist schneller als wir. Sieht aber nicht ganz so viel, das ist schon mal gut. Das ist effektiv und sieht auch nicht ganz so viel. Paralyse hat nichts getan. Dann haben wir nochmal das Ganze. Du machst das Regentanz. Es wird regnen. Der Regen ist da. Der Regen ist da. Okay, dann wollen wir mal schauen. Dann probieren wir das Ganze einfach nochmal auf die gleiche Art und Weise. Ich finde das ja total bescheuert, dass das Ganze genau so ist. Naja, probieren wir mal. Ne? Schauen wir mal. Könnte was schief laufen? Ja, wenn du meinen Gegner beim Pokémon besiegst, dann läuft was definitiv schief. Genesung hast du also, okay. Das war relativ wenig.
Na, probieren es noch einmal. Luftstoß. Nichts effektiv. Okay. das war schön knapp. Überballen. Das wäre ja schön, wenn du dich einfach fangen lässt. Nochmal Luftstoß, okay. Ich glaube, Luftstoß hat 10 AP insgesamt. Aber genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ich glaube, 10 AP. Ist die Attacke vielleicht auch weg. Zweimal hast du schon. Weil es geht mir auch nebenbei so ein bisschen gerade, um zu Sertox rüber zu wechseln. Um es vielleicht einzuschläfern. Aber Luftstoß ist halt einfach verdammt sehr effektiv auf Sertoxo. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt daran. Naja, müssen wir mal schauen. So, das ist nicht sehr effektiv. Das ist ein Volltreffer. Ja, ist in Ordnung. Hyperball. Noch einmal. Gar nicht. Okay. Naja. Dann probieren wir es einfach mal so aus, dass ich dich vielleicht nicht... Weil doch. Probieren es auch einmal, den Ball zu werfen. Nebenbei, das killt ein bisschen die Freundschaft, wenn ein Pokémon besiegt wird. Deswegen ist das gar nicht in der Hinsicht so schlimm. Ich bin mir dann nachher nach wie vor immer noch nicht so ganz sicher, was ich jetzt genau in der Hinsicht tun soll. Ob meine Pokémon in der Freundschaft killen soll für die nächsten Liga Durchlauf oder nicht. Ich meine, Dennis hat das jetzt schon zweimal, glaube ich, in den Kommentaren erwähnt. Und ich bin mir nach wie vor sehr unsicher. Ich habe meine Argumente genannt vor einigen Parts. Aber ja, ich muss dann noch weiter in mich gehen, ob ich das wirklich machen werde. Was ist Genesung? Das ist aber uncool, dass du jetzt genesen möchtest. 50% KP wiederhergestellt. Dann lassen wir dich wenigstens einschlafen. Ja, schlaf mal schön. Ja, wunderbar. Hört auf zu regnen. Dann wollen wir... Probieren wir mal... Was Lockduft? Den Ausweichwert der Gegner auf Pokémon. Gut, dass das an der Hinsicht... Das ist vielleicht nicht so ganz gut. Das trifft, das wäre vielleicht besser, ne? So, einmal Gift-Tief. Haben wir nochmal Gift-Tief. Gift-Tief darf erst nicht vergiften, ne? Ich meine, also solange es schläft, ist ja alles gut. Knapp! Sehr knapp! Okay. Regentanz, dann werfen wir dir nochmal, es geht einmal ein Schlafpuder rein. Schlafpuder, schlaf mal schön. Schlaf mal schön! Nein, kein Luftstoß! Knapp! Nein, es hat uns verfehlt. Hat es verfehlt. Dann müssen wir es so probieren. Lass dich fangen. Komm, lass dich fangen. Ach komm schon. Beinahe, ne? Ja, beinahe hätte es geklappt. Aber auch wirklich nur beinahe. Gut, der Sondersensor, ja, ist auch sehr effektiv. Also, es ist sowohl als auch ist sehr effektiv bei uns. Ja gut, dann probieren wir es mal so. Sondersensor ist auf dich überhaupt nicht wirksam. Hat überhaupt gar keine Wirkung. Aber mal schauen, dass wir das mit dir machen. Regentanz regnet bereits. So, sollte nicht mal allzu lange dauern, dass wir... Hör auf zu regnen, okay. Nochmal. Ein Hyperball. Also nicht mal allzu lange, dann könnte es auch sein, dass ich den Tamoball verwenden kann, dass er dann vielleicht besser wirksam ist. Hat keine Wirkung. Oh, vielleicht machen wir es auch jetzt. Aber ich weiß nicht, ob... Na, komm. Es ist zwar dunkel, aber ich weiß nicht, ob das hier in dem Fall als dunkel zählt. I don't know. Es darf keine Genesung einsetzen. Mach keine Genesung, okay?
Nee, sehr gut. So ist fein. So ist es fein. Besser. Eine Genesung, sagte ich. Okay, damit haben wir die Genesung bekommen. So wie ich sie halt nicht haben wollte. Dann mache ich Aeroas. Was Regentanz, das ist wegen Regnen. Wieder regnen, das ist ja ekelhaft. Okay. Zieht nicht allzu viel, ist der rote Bereich. Roter Bereich ist in Ordnung. Ich gehe aber auch ungern jetzt weiter vor. Das könnte es nämlich sonst gewesen sein für Lugia und auch entsprechend für den Kampf. Aber dass es jetzt sowas macht, das ist dann vielleicht besser. ...80, 70, aber hohe Volltreffer. No. Zeig eventuell zurück. Ja gut, das ist egal, wenn wir schneller sind. Ja. Aber reicht, ne? Also umso besser, dass es so knapp ist. Nee, nicht nur einmal, sondern gleich dreimal und Klick machen, ne? Das wär's doch! Musst du nur Klick machen! Genau so. Das ist doch mein Reden, wovon ich die ganze Zeit spreche. Mein Sprechen und Reden. Okay. So, unser Team, ja, teilweise keine XP, macht nichts. Eintreffen in den Pokédex. Ja. Lugia schläft am Grunde eines Tiefseegrabens. Es heißt, mit seinem Flügelschlag könne es einen Sturm auslösen, der 40 Tage dauert. Okay. Das werde ich mal überprüfen. Und wenn er 41 Tage dauert, dann klage ich dir an. Oder so. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt die Statue von Lugia. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. So, wunderhübsch. Irgendwelche Items hier? Keine? Gut. Alles klar. Dann brauchen wir für den nächsten Kampf die Genkammer. Und wo sich diese versteckt, hab keine Ahnung. Beziehungsweise, ja, ein bisschen Ahnung vielleicht schon. Aber. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich meine, oder was bist du hier? Das war doch die Himmelskammer. Genau, das ist die Himmelskammer. Aber ich muss mich trotzdem hier ein bisschen umschauen. Das sind dann hier die von Latias und Latios. Regi-Trio. Das ist die hier. Das ist die Genkammer. Okay. Das ist ja was. Ja, das sind die letzten drei Pokémon hier und entsprechend wollte ich die Parts ein bisschen kürzer gestalten. Das hängt auch damit zusammen, dass ich auch ein bisschen mehr Zeit brauche, um gerade andere Dinge vorzubereiten. Aber die Zeit ist mir. Auch das Let's Play an sich ist jetzt, für alle, die es aktuell schauen, jetzt erstmal nur noch auf zwei Parts die Woche reduziert. Da ich letztendlich ein bisschen mehr Vorbereitung auf die Liga treffen möchte und dafür auch ein bisschen mehr Zeit brauche. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, mir das Ganze zu überlegen mit den ganzen Krams. Naja, also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin und ciao.